Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Squad Builder Battle, Freunde. Und das ist das heftigste Squad Builder Battle aller Zeiten, ja? Und jetzt werden Likes gegeiert, Freunde. Rastet komplett aus. Ich möchte jeder, der diesen Spieler, um den wir heute ein Squad Builder Battle macht, Satzbau ist am Arsch, haut einfach ein Like raus für fucking Star 6er Rudi im Sturm. First Owner war damals Impact mit der guten Icon Sokrates am Start, Freunde. Und mit dabei habe ich einen gut aussehenden, einen überragenden, leider nicht Schalke-Fan-Gast am Start, aber Bremen-Fan. Julius, was geht? Was machen wir? Erklär. Ja, ich freue mich. Rudi als Stürmer. 67 Tempo, 68 Schuss, 63 Abschluss. Also wenn der im Sturm nicht abgeht, weiß ich auch nicht. Also ich habe noch einen Hunter draufgepackt, damit sollte auf jeden Fall gut spielbar sein. Oh, da hat aber einer die Batzen, ey. Ja komm, ich mache auch einen Hunter drauf. Ich hatte vorher nur Hawk, aber wenn wir hier mit solchen Kalibern hier auflaufen, na, dann komm. Heute Abend spielt Schalke gegen Bremen im DFB-Pokal. Ja? Schalke ist tatsächlich noch in einem Pokal drin, weiß keiner wie, ist aber so. Und die guten Boys spielen heute Abend. Wer ein aufmerksamer Zuschauer von uns beiden ist, Julius Bremen-Fan, ich Schalke-Fan. Wir haben uns gedacht, Squad Builder Battle um zwei absolute Legenden. Beim Julius haben wir auch was aufgenommen. Erzähl, was haben wir gemacht? Der gute Ruse, die absolute Maschine, war da am Start. Der Inform, der geht ja schon ordentlich ab. Jetzt das Ganze auf deinem Kanal mit Schalke Rudi. Hab Bock. Also wie gesagt, rastet aus mit dem Daumen nach oben für den besten Sechser und Stürmer auf diesem Planeten, Freunde. Ja, wer was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Ich würde sagen, du spielst 4-3-3 die zweite, ne? Hast du gesagt? Yep. Und ich halt rein in Lachs hier. Abfahrt. Ja, dann starten wir mal rein mit dem rechten Flügel. Mit einem Future-Star. Und da gibt es auch nur einen in der Bundesliga. Sancho. Und auf der linken Seite habe ich einen Portugiesen, nämlich Guerreiro. Ah, okay. Den von Dortmund, oder was? Ja, genau. Heißt ihr den Rudi direkt mit zwei Dortmundern umzugehen, ne? Ja, ja, damit er extra motiviert ist, oder was? Richtig. So sieht das hier aus. Okay, nee, ich habe Sané und Werner aufgeschrieben. Ja. Nice. Dann kannst du bin dabei. Ich bin gespannt. Alles klar. Linker Flügel aus der Bundesliga. Alphonso Davies. Diese SBC-Karte. Genau. Auch Future. Nee, der ist so gut, Mann. Ja. Rechter Flügel. Birthday Werner? Na. Warum hast du aufgeschrieben? Links habe ich auch Sané und rechts habe ich auch, wie bei mir im Team, Sancho. Nice! Ich hätte darauf kommen können, dass du so gut wie jede oder jede SBC machst. Hi, Ibims. Jo. Dann Mittelfeld aufschreiben, wa? Ja, let's go. Ja, Freunde, dann kommen wir jetzt zu den drei Mittelfeldspielern jeweils. Und ich weiß gar nicht, habe ich gerade als erstes reingehalten oder du? Ich bin mir nicht mehr sicher. Du hast reingehalten, glaube ich. Als erstes, okay. Dann mache ich das mal und boah, ich weiß nicht, ob ich da was treffe. Ich habe ein bisschen auf gut Glück gegangen, wenn ich ehrlich bin. Okay, bin gespannt. Linker ZM, Götze, Flashback. Ja. Rechter ZM. Witze und ZM. Ja. Die lächeln. Ich hab Götze und Witze, Junge! Let's go! Ich hab einfach, weil ich keinen Plan hatte, auf blöd einfach Götze, Goretzka, Witzel aufgeschrieben. Also, ich weiß nicht, was dir aufgefallen ist, aber der ein oder andere Spieler in meinem Team kommt von Dortmund, aber jetzt leider nicht mehr. Warte mal, was? Bis jetzt bist du auf Rudi nur Dortmund-Spieler genommen, ne? Ja. Aha! Aha! Ja, darfst du aber schön zwei Bronze-Dudes hinsetzen. Alles klar, dann halt mal rein. Spoiler, ich habe keinen Dortmund-Spieler bei mir drin. Das ist okay. Ich spiele im linken ZM. Man muss ja irgendwie verwerten, wenn man mit Icon SBCs macht. Ich spiele Makelelelele. In der Mitte spiele ich den guten Alten. So wie jedes Jahr habe ich Peklak am Start. Pogges Champions League. Und rechtes ZDM spiele ich eine Linie-SBC-Karte und zwar in Bukure. Okay. What? Aufgeschrieben habe ich Thiago für den Davis. Und dann dachte ich, brauche ich einen spanischen Link und gehe in die Premier League zu Juan Mata Europa League SBC. Und der braucht natürlich dann noch einen Strong League. Nein! Nein! Mehr Glück, das gibt's doch nicht! Verstand. So random, Alter! Sauber!
Ja, dann nehme ich direkt den Torhüter. Alles klar, Freunde. Dann kommen wir zu den Außenverteidigern. Ja. Da ist jetzt natürlich die Frage, geht's mit Dortmund weiter? Ich weiß es nicht. Also links spiele ich schon mal Jordi Alba. Auf jeden Fall keiner von Dortmund. Und rechts Ruben Pena. Ich habe Schmelzer und Hakimi. Ja. Das war mir dann doch zu gefährlich. Dachte mir so, ja, bei der Abwehr kann ich dann anfangen mit ein bisschen was anderem. Okay, dann meine Außenverteidiger. Linksverteidiger spiele ich Kurzawa. Und Rechtsverteidiger spiele ich aus der Premier League den alten Jetlin. Nein! Mann! Wer hast du aufgeschrieben? Links habe ich Mondi Future Star. Und rechts habe ich auch eine Karnibal-Karte, aber natürlich nicht Jetlin, sondern Bellerin. Nice! Let's go! Alles klar, Freunde. Dann kommen wir zum Innenverteidiger und Torwart. Ich bin nervös. Also ich muss schon sagen, mein Team ist echt nicht das Geilste. Ich habe mich irgendwie nur darauf konzentriert, vorne alles mit Dortmund voll zu ballern. Und dann konnte ich hinten irgendwie nicht mehr so viel tolles Zeug machen. Wir spielen allerdings nochmal einen Ex-Dortmunder in der Innenverteidigung mit Bartra. Bartra, das war so klar. Ich habe ihn aber leider nicht. Ich habe ihn nicht. Oh mein Gott. Scheiße. Dann habe ich noch den randomsten Spanien-Innenverteidiger überhaupt, David Lopez in Form. Und im Tor. Ach, den! Im Tor, den wirst du wahrscheinlich kennen, den Dmitrovic in Form. Nee. Kenn ich nicht. Also, ich habe Umtiti, Alvaro und Oblak aufgeschrieben. Ich glaube, es ist halt zu obvious. Also, ich muss erstmal sagen, als du den Jetlin da rechts hattest, hätte ich safe drauf schwören können, dass du irgendwie Ibra als Innenverteidiger spielst mit dem USA-Ding, aber irgendwie habe ich den nicht auf den bekommen. Also, was habe ich gemacht? Also, ich habe es cool gebaut, aber ich glaube, du wirst halt mindestens einen haben. Ich spiele in der linken Innenverteidigung Lukaku-Innenverteidiger. In der rechten Innenverteidigung spiele ich Flashback Company und im Tor spiele ich Schmeichel. Linker Innenverteidiger Kimpembe. Ja. Rechter Innenverteidiger Walker. Football of the Im Tor Eder. Ja! Let's go, Mann! Ey, das wäre halt echt ein richtig hübsches Team geworden, hättest du mich den Pogba weggesniped, ne? Sag mal her! Ganzen Dortmund-Boys da, ne? Ja, ja. Vor allem, du hast auch noch... Nimm noch einen Dortmund-Keeper und einen Dortmund-ZM. Ja, Rudi? Lukaku-Innenverteidiger! Alter, der ist böse. Und der hat das Auge. Und der hat das Auge, Junge! Komm, Rudi! Komm, Rudi! Ah! Er ist on fire, der Junge. Komm, dann ist der auf Rudi. Lukaku. So on fire. Rudi, wo bist du? Oh, mach da alleine! Nein. Immer eine Vorlage von Rudi. Let's go, Davis! Nice! Oh ja, Rudi. Nein! Jawohl! Rudi? Oh. Alter! LOL! LOL! Alter! Alles klar! Hammer gespielt! Gar kein Lack! E-Sport, Männer! E-Sport! Alter! War das Bartra? Ja. Rudi? Oh mein Gott! Nein! Ja. Nein! Nein! Nein. Ah. Time to shine! Time to shine, Rudi! Wo bist du, Mann? Nein! Ja! Oh. Nein! Rudi? Nein! Ja! Mehr Glück als Verstand. Nein! Biest, Junge. Also ich habe zwar gewonnen, aber das Rudi-Tor schmerzt. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann mal ab zum Biskan, würde ich sagen. Hast du umgestellt? Ja. Yep. Okay.
Ich würde eigentlich gerne Dortmund treffen, wenn ich ehrlich bin. Nehme ich mal einen Stürmer, den Zentralen. Mein Team ist zugegeben echt schon gar nichts wert. Okay, Sancho wäre natürlich schon 590k. Aber du triffst dann wieder den zweitteuersten. Alle anderen wären absoluter Müll. Rordi Alba, 200k. Nein! Mann! Das war viel wert. Ich hätte gern Dortmunder getroffen. Scheiße. Haut da nicht Rudi. Wo stand der? Na, auf der 6 natürlich. Ah ja, gut, der gehört da hinten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. War auf jeden Fall geil. Star 6 hat getroffen. Zwar falsche Mannschaft, aber was will man machen. Schreibt mal gerne euren Tipp rein. Heute Abend für das Pokalspiel Schalke gegen Bremen. Ich bin gespannt, was das wird. Bedanke mich bei Julius für die coole Aufnahme. Der hat die letzten Worte, der hat ja auch mit Star 6 ein Tor gemacht. In dem Sinne, von mir aus schon mal Tschüsschen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schade, dass es hier mit einer Niederlage rausging, aber dafür dann im DFB-Pokal mit dem Sieg, würde ich sagen, macht's gut. Und Schade.